dass wir hier auf der Friedensmahnwache in Braunschweig wunderbar miteinander Hand in Hand gehen können, hat die Organisation unserer Sondermahnwache am Donnerstag gezeigt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen ganz herzlich bedanken, die bei der Ausrichtung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Es gibt Leute, die Werbung in der Presse geschalten haben. Es gibt Leute, die Plakate ausgearbeitet und entworfen haben. Es gibt Leute, die sich um den Druck dieser Plakate kümmern. Ganz viele Leute basteln selber rote Lichter und Teelichthalter. Andere kaufen Kerzen. Jeder bringt eigentlich so seinen Teil damit rein, was er kann und was in seinen Möglichkeiten steckt. Und dafür danke ich euch ganz herzlich. Und ich möchte natürlich auch alle nochmal einladen, die davon noch nicht wissen. Am Donnerstag machen wir hier ab 16 Uhr den Aufbau für eine Sondermahnwache, die deutschlandweit stattfinden wird. Mittlerweile sind es 15 Städte mit uns in Deutschland und 2 in der Schweiz und 2 in Österreich, die den Opfern dieser Tierindustrie gedenken werden. Die meisten Städte versammeln sich vor Schlachthäusern. Wir haben hier leider keinen Schlachthaus, Punkt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das einfach hier, wo wir immer sind, wo wir gesehen werden. Und wir werden uns hier 3 Stunden lang schöne Musiker anhören, die Lieder zum Thema spielen werden, und es werden Leute das erste Mal ins Mikro treten, der Sache wegen, die sonst noch nie hier vorne gestanden haben. Das finde ich zum Beispiel ganz prima. Und es werden Spendenaktionen durchgeführt werden, und wir hoffen, dass das auf jeden Fall eine schöne Aktion wird, dass das Wetter mitspielt, und wir hoffen, dass ihr alle dabei seid. Danke und bis Donnerstag. Ja, danke Susan. Und für Donnerstag vielleicht ganz interessant, bringt so viele rote Kerzen, Grablichter oder so mit, wie ihr nur habt, damit wir hier den Platz schön mit Licht dann erfüllen können, während wir unseren Mitgeschöpfen dann auch gedenken hier an dem Donnerstag.